Traxxas X-Max 8S. Zu den leistungsstärksten ferngesteuerten Autos gehört der X-Max 8S des US-Herstellers Traxxas. Das ist eine fünfmal kleinere Nachbildung des Monster Trucks, der einen leistungsstarken Elektromotor, ein Stabilisierungssystem und verbesserte Stoßdämpfer erhielt. Diese sind so fixiert, dass sie maximalen Belastungen standhalten. Beachtenswert sind auch die 8 Zoll Räder. Sie sind so gut geschützt, dass man mit dem Spielzeug im Gelände fahren und kleine Hindernisse überwinden kann. Damit das Auto beim Aufprall nicht kaputt geht, erhielten die Stoßstangen spezielle Gummieinsätze. Rundum ist das also ein erstaunliches und sehr zuverlässiges Spielzeug, das viele Fahrstunden und unbeschwerte Unterhaltung bietet. Ein Spielzeug noch interessanter zu machen scheint unmöglich gewesen zu sein, und doch hat es der US-Blogger 509 geschafft. Der Kerl modifiziert seit mehreren Jahren ferngesteuerte Autos. Zu seinen letzten Projekten gehörte das Modell Traxxas X-Max 8S. Statt normaler Räder erhielt das Spielzeug Kreissägen. Sie sind 7 Zoll groß und jeweils mit 24 Zähnen versehen. Das Design sieht äußerst beängstigend aus. Der Blogger betont, das Spielzeug ist nicht für drinnen geeignet, da die Räder den Boden beschädigen können. Die gezeigte Modifikation des Traxxas X-Max 8S von 509 war nicht sein erstes Projekt. Er hatte auch schon zuvor mit diesem Spielzeug experimentiert und ersetzte die Räder durch etwas harmloseres. Das Auto erhielt Reifen mit Stahlspikes. Diese Veränderung wirkte sich positiv auf die Haftung mit der Oberfläche aus. Selbst auf Eis zeigte das Auto eine erstaunliche Manövrierfähigkeit. Damit ihr euch die erstaunlichen Änderungen genauer ansehen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zum Kanal von 509. Velasco D405. Das ist ein Spielzeug-Dampftraktor, der im RC-Glashaus in Quickborn bewundert werden kann. Der Velasco D405 imitiert eine Baumaschine, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet war. Nicht nur optisch, sondern auch technisch. Die deutsche Spielzeugfirma Velasco ist darauf spezialisiert, winzige, funktionsfähige Nachbildungen alter Motoren herzustellen. Dementsprechend erhielt auch dieses Modell so einen Motor. Weitere interessante Merkmale sind eine Kupplung sowie ein Arbeitsrohr, das Rauch ablässt. Das Modell hat zudem ziemlich kompakte Abmessungen. Es ist 30 cm lang, 15 cm breit und nur 20 cm hoch. Es wiegt 2,1 Kilogramm. Das Volumen des Dampfkessels beträgt 230 Kubikzentimeter. UMX Citation Longitude Twin. Eine sehr genaue, fast identische Nachbildung des Flugzeugs Cessna N700LG wurde von den Spezialisten der Marke eFlight gebaut. Die Maschine wurde entwickelt, um die Geschäftsreisebranche zu revolutionieren, da sie eine viel größere Flugreichweite als die Konkurrenz bieten konnte. Und die Firma UMX Citation Longitude Twin hat ihrerseits solche Spielzeuge revolutioniert, da sie zu den leistungsstärksten Spielzeugflugzeugen ihrer Klasse gehören. Diese offizielle lizenzierte Nachbildung verfügt über LED-Navigations- und Landescheinwerfer sowie 30 mm große Propeller. Der Spektrum DSMX-Empfänger ist für die präzise Steuerung verantwortlich, arbeitet mit einer Frequenz von 2,4 GHz und garantiert eine schnelle Datenübertragung. Die Flugsicherheit und Stabilität werden durch die implementierten Technologien AS3X und Safe Select garantiert. Somit ist das Modell auch für Anfänger geeignet, was auf den ersten Blick unmöglich wirkt. Losey Lasernut U4. Fans des extremen Fahrens werden die Lasernut U4 von Losey zu schätzen wissen. Es handelt sich um eine Version des Rock Racer Allradbuggies im Maßstab 1:10, die seit 2020 neu erhältlich ist und über Aluminiumstoßdämpfer und Stabilisatoren verfügt.
Das Hochleistungsgestell wurde speziell für erhöhte Arbeitsbelastungen entwickelt. Die unabhängige Vorder- und Hinterradaufhängung absorbieren die Aufprallenergie. Weitere Merkmale sind ein 4-poliger Spektrummotor und ein 130 Ampere smarter Regler. Anders gesagt ist Losey Lasernut U4 wie ein echtes Auto, aber ein sehr kleines. Losey 1969 Camaro 22S. Dies ist ein weiteres herausragendes Spielzeug von Losey, diesmal mit einem klassischeren, traditionelleren Look. Das gezeigte Modell ist eine offizielle, lizenzierte Nachbildung des legendären 1969er Chevrolet Camaro. Zu seinen bemerkenswertesten Merkmalen gehören ein 22S Aluminiumgehäuse mit Seitenaufprallschutz, ein bürstenloser 6500 Kilowatt Motor und ebenfalls von der Firma Spectrum ein 100 Ampere Drehzahlregler. Die Spectrum SLT3 Fernbedienung bietet eine besonders schnelle Reaktion und einen ergonomischen Griff. Damit sich das Modell auch für Anfänger eignet, gibt es eine Funktion zur Begrenzung des Gaskanals. Interessanterweise hat der Losey 1969 Camaro 22S Mickey Thompson IT-Reifen erhalten. Sie eignen sich perfekt für Beschleunigungsrennen, bieten guten Grip und damit ein exzellentes Handling. LSA 4045. Der Gabelstapler LSA 4045 stammt von der russischen Firma Startscale Models, genauer gesagt von ihrer Tochtergesellschaft Model Pro. Wie echte Spezialgeräte kann er kleine Gegenstände anheben und auf einen Spielzeug-LKW laden. Das Modell ist eine 43-mal kleinere Kopie des universellen Autoladers AP4045 aus LV, der von 1971 bis 1990 gebaut wurde. Das Spielzeug sorgt mit der ungewöhnlichen Wahl des Prototypen für Interesse. Aufgrund der Liebe zum Detail wirkt das Spielgerät sehr realistisch. Tekin K55. Die Entwickler dieses Spielzeugs wurden vom russischen Rennsportteam Kamaz Master inspiriert. Das Team gilt als eines der stärksten im Motorsport. Es fährt einen modifizierten LKW aus dem Kamaz-Werk. Der hier gezeigte K55 ist eine sehr genaue, detaillierte Nachbildung. Das Modell gibt es in nur einer einzigen Kopie. Es wurde von Enthusiasten innerhalb von nur 9 Monaten nachgebaut. Insgesamt wurden dafür 285 Teile aus einem 3D-Drucker gedruckt. Es ist kaum vorstellbar, dass unter dem Gehäuse insgesamt 9 Meter Kabel verborgen sind, damit der Tekin K55 beispiellose Leistung und Geländefähigkeit liefert. Traxxas TRX4 Trackset. Um diesem SUV etwas mehr Individualität und Geländetauglichkeit zu verleihen, wird das Spielzeug mit einem von Traxxas entwickelten Kit unterstützt. Die Experten haben beschlossen, ihren Kunden eine Alternative anzubieten. Besitzer des TRX-Modells können herkömmliche Reifen nun durch Raupenmodule ersetzen. In nur 20 Minuten verwandelt sich der ohnehin leistungsstarke SUV in ein echtes Monster, das keine Angst vor Hindernissen hat. RoboNope. Das letzte Spielzeug für heute überzeugt mit seinem Aussehen. Wobei Menschen, die vor Spinnen Angst haben, das vielleicht anders sehen. Jedenfalls ist RoboNope ein einzigartiges ferngesteuertes Spielzeug, das anstelle von Rädern oder Raupen 8 Spinnenbeine hat. Sie bewegen sich sehr realistisch mithilfe von 26 Servomotoren, die vom patentierten System Bigfoot Robotics Engine gesteuert werden. Für ein zusätzliches Gruselerlebnis sorgt das LED-Auge, das in Blau oder Rot leuchtet. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur und Tierwelt.
schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und noch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.